Boing-o. Boing-o. Hallo, der Vogel hat Hunger, wo bleibt denn das Futter? Man, 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 du. Ich sag dir wett. Käfigvogel, ist das ein bekloppter Job, du? Ganz hinter dem Käfig hocken und piepen. Kriegst du Pips von 16 Tons. And what do you get? Just another day older and deeper to death. So Peter, won't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Ich, du. Ich habe meine Freiheit verkauft für eine Antwort Vogelfutter am Tag. Und dann kommt er noch nicht mal pünktlich. Ey, wenn ich könnte, wie ich wollte, ne? Wenn ich könnte, wie ich wollte, ich würde sofort kündigen. Aber das geht ja nicht. Ich sag mal, aus dem Job für diesen, ne? Kommen Sie so schnell nicht wieder raus, bis er gewissermaßen langfristig festgelegt, wenn du verstehst, was ich meine. Mach mir das schön, du mal wieder in Freiheit. Weh? Schön die Flügel ausbreiten. Und dann als erstes den Chef mit dem nackten Bürzel ins Gesicht springen. Und dann mal was Leckeres zu essen suchen. Nicht immer nur, ach, das trockene Vogelfutter. Mal was richtig Leckeres. Zum Beispiel so eine schöne glitschige Schnecke. So einen schönen knusprigen Kiefer. Oder am besten noch so einen leckeren Wurm. Völlig normal. Wenn einer keinen Boden unter den Füßen hat, hängt er in der Luft. Scheiße, ist das hoch! Mann, 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 du! Ist ja schon lange her, dass man das letzte Mal geflogen ist, ne? Man hat in all den Jahren in diesem Job hier auch so ein bisschen Filet angesetzt. Also Polly, wenn du da jetzt runterspringst und versuchst zu fliegen, das macht nicht flapp flapp. Das macht nur einmal Pflatsch und eine gute Nacht, Marie. Tja, Polly, so wie es aussieht, hast du mal wieder keine Chance, ne? 16 Tons, and what do you get? Just in, nee, Polly, nicht wippen. Von wippen kommt Kacken, das geht dann aufs Buffet und da gibt's kein Futter. Also was ist jetzt mit dem Futter? Und kann mir jemand Käfig zumachen, das zieht? Mann, ist das ein Scheißjob, was ein Scheißjob, du!